Und morning in the morning, ich bin Friedel, wir sind zurück zu dem, ja, zu einem erneuten Let's Play und ich mache direkt hier einen Screenshot, weil wir kaufen uns hier diese Pommesbude. Ich habe ja jetzt Diamanten gesammelt, sind tatsächlich Free-to-Play-Diamanten und ich kaufe das, weil ich denke, damit kann ich am meisten anfangen. Och nö, nicht schon wieder. Wie komme ich jetzt hier wieder raus, dass das wieder normal wird? Also ich verstehe das. Oh, ich kann das auch gar nicht anklicken, das Haus hier. Es läuft ja wieder super, ne? Vielleicht, wenn ich da reingehe. Nö. Ach ey, das ist wirklich herrlich. Also diesen Spielefehler habe ich oft. Hier auf die Häuser komme ich auch nicht. Ja, ich mach mal eben Pause und komm wieder. So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, jetzt funktioniert. Ja, jetzt funktioniert's. Ja, es ist ein bisschen nervig, diese dauernden Spielefehler. Aber gut. Irgendwie habe ich mich auch dran gewöhnt. Genauso wie an die Werbung. An die Werbung habe ich mich auch schon mittlerweile gewöhnt. Ja, es ist, wie es ist. Ne, da kommt es schon wie gerufen. So. Auf jeden Fall habe ich mich entschieden, für diese Diamanten eher einen Shop zu holen, als jetzt wieder ein weiteres unwichtiges Terrain. 375 Diamanten übrigens. Dafür kann ich ja 6, 7 Pommesbuden holen. Nee, also vor allem das sind 37,50 Euro. Das ist einfach. Ey, das. Ey. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da wirst du crazy. So, genau, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir das hin tun. Also bevor ich mir so ein Grundstück hole, tue ich halt lieber die vielen überflüssigen Tiere weg, die man hat. Man hat ja sehr viele überflüssige Tiere, die im Prinzip dir nie was bringen werden. Zum Beispiel die Krake. Wo ist sie? Hier. Ach, die sieht man eh fast nie. Also die Krake und so, das sind alles Sachen. Ja, Geldverschwendung. Also die werde ich wahrscheinlich nie brauchen. Deswegen, da würde ich eher dann so Sachen wegtun und würde dafür dann die Pommesbude dahinstellen, wenn ich keinen Platz hätte. Weil die Pommesbude bringt dir halt definitiv mehr, weil du halt dadurch Geld hast. Ne? Also Ingame. Ingame-Währung. Das ist ja gar nicht verkehrt. Die braucht man ja immer für die Events und für Kisten-Unboxings und sowas, ne? Kann man immer mal gebrauchen. Guck mal, ihr seht ja, ich habe ja auch schon jede Menge Pommesbuden. Ich bin quasi ein Pommes-Millionär. So. Und eigentlich könnte ich die Bude da oben. So. Die stellen wir jetzt weg. Und zwar hierhin. Ja, ja, die kommt natürlich noch woanders hin. Ach, wartet mal. Ich habe jetzt keine Lust, die Ente wegzupacken. Deswegen kommt die Bude dahin. Und hier, nein, hier der Weg. Nee, ich will den nicht verkaufen. Nein, ey. Ich möchte den kaufen. Nein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Passt nicht. Passt nicht. Ach, kommt, Leute. Wisst ihr, was ich mache? Das ist mir egal. Ah, nee, das passt auch nicht. Ach, Herr Jemine. Ich mache einfach so. Ist mir eigentlich egal jetzt. So. Machen wir einfach mal hier so einen Weg durch. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Stelle ich jetzt einfach die Bude da dran. Ja. Es sieht jetzt erstmal doof aus, muss ich mir was einfallen lassen. Aber ich wollte jetzt einfach auch die Pommesbude da haben. Ey, das ist ja so. Ihr seht, ich bin immer noch, obwohl wir jetzt letztens erste Zebras hatten, die züchte ich auf jeden Fall weiter. Das hier ist auch eine unsinnige Züchtung von mir. Werde ich wohl auch sein lassen, weil das sind ja die Schwarzen. Die brauche ich eigentlich auch nicht für die Wettbewerbe. Hier weiß ich gar nicht, ob ich die brauche. Ob die nochmal kommen. Kängurus züchtig.
Also diese ganzen Standardsachen, ja, die, das wisst ihr ja, das mache ich sowieso immer. Wollen wir immer hier wieder alles holen. Hopp, hopp, hopp. Die, also alle Standardsachen irgendwie. Boah, das wird ja alles nichts. Heute kriege ich gar nichts. Heute meinen die Sterne es nicht gut mit mir. Doch, Level 13er Strauß. Vogel. Strauß. So, den werden wir jetzt auch mal eben ganz schnell alles hier sauber machen, damit er sich da wohlfühlt, weil sonst kann man ja nicht austauschen. Und das war Level 13 und dafür tun wir Level. Oh Mann. Nein. So, Level 12 tun wir weg. Und 13 kommt rein. Bitte sehr. Hast du einen neuen Kollegen? Einen Kollegen, der ein höheres Level hat. So. Eigentlich, ja, nee, nee, das wäre ein doofes Beispiel. Das sage ich jetzt nicht mehr. Nee, nee. So, jetzt hier habe ich letztens Blumen weggetan, dann habe ich wieder Blumen hinzugemacht. Also es sind jetzt mehr Blumen wie je zuvor hier. Also muss ich mehr gießen, ja, wie jemals zuvor, obwohl ich eigentlich hier alles weghaben wollte. Ja, Pustekuchen. Ist jetzt alles viel mehr geworden. Oh, kriege ich gar nicht mehr gebändigt alles. Junge, Junge. Man denkt, boah, krass, so viel Blumen, danach habe ich erstmal Level up. Nee. Gefühlt passiert einfach gar nichts mit dem, ja, mit dem Balken. Also mit dem XP-Balken. Das ist auch eigentlich echt uff. Ne? Ja. So. Und so. Aber was kriege ich denn nochmal? Ich gucke, ich weiß, ich gucke jedes Mal, ne? Oh, guck mal da unten. Das ist doch ein Tier, das habe ich auch noch nicht. Das wäre ein neues. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Himalaya Tar? Wird bestimmt anders ausgesprochen. Okay. Kenne ich nicht. Nö. Kenne ich nicht, ist ganz cool. Sieht ganz cool aus, eigentlich. Auch wenn man es nicht gebrauchen kann, aber es sieht cool aus. Ja. Ich könnte eigentlich auch mal gucken. Das könnte ich eigentlich wirklich machen. Moment. Ich meine, im Prinzip, für uns Spieler ist das mit den Karten super gut. Bin ich ganz ehrlich. Das ist sehr, sehr gut für uns. Für die Spielemacher ist das eigentlich der größte Mist. Ne? Weil du kannst einfach die Tiere überspringen, die du eigentlich mit einem extrem hohen Level bekommst, kannst du einfach direkt schon zu Anfang an holen. Deswegen macht das gar keinen richtigen Sinn. Also ich habe immer nur hier geguckt, was für Tiere gibt es denn hier? Guck mal, ich habe 9 Kisten noch davon. Und wenn ich die nicht habe, dann habe ich mir die hier einfach geholt. Hat mich gar nicht interessiert, mit welchem Level die man kriegt oder so. Die habe ich mir alle so geholt. Deswegen eigentlich. So richtig Sinn macht es für das Spiel nicht, aber für uns Spieler ist das natürlich richtig gut, ne? Also ich glaube, wenn das nicht wäre, dann wäre das Spiel auch ganz lost. Also so ist es schon, wisst ihr ja, bin ich oft am Sagen, viel zu teuer die Sachen und unfair verteilt und so, ne? Aber mit den Puzzleteilen kann man sich sehr, sehr viel ermöglichen. Auch zum Beispiel die ganzen Gehege und die ganzen Sachen, die mit Diamanten zu kaufen sind, kann man sich tatsächlich mit den Puzzleteilen sehr gut besorgen. Aber, ja, nix aber. Das, ja, kann man sich sehr gut besorgen. Ne? Ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch schon aufgehört. Nur für die Spielemacher ergibt das nicht so richtig Sinn, dass man sich ein Tier holen kann, was man eigentlich erst mit 30 Leveln später bekommt. Ja, macht nicht wirklich Sinn. So, gucken wir mal hier rein. Hier ist doch garantiert ein Schwein. Ich krieg jetzt ein Schwein. Nee, ein Hasen. Ei, oh. Ey, man ist so verwöhnt, wenn man das Dreifach-Event hatte, ne? Drei, also Drillinge, und dann auf einmal fällt man wieder zurück zur Normalität und man hat dann auf einmal eine Zucht. Und da ist dann nur ein Tier, da ist man richtig enttäuscht. Ja, da ist man richtig enttäuscht. Keine Drillinge.
Oh, kein Schwein. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hätte schon gedacht, dass ich hier ein Schwein kriege. Jetzt muss ich mal gucken, die Schildkröten, sind die immer noch nicht erwachsen? Sind das immer noch Babys? Ja, Tatsache. Ein Tag, 3 Stunden noch. Und die Pferde auch. Immer noch Babys. Ist das jetzt. Ey, wie lange brauchen die denn? Ist ja der Wahnsinn. Ja, ein Tag, 3 Stunden, Tatsache. Gut, dann können wir endlich auch andere Tiere züchten. Also Schildkröten und Pferde auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich noch. Also Schweine, Hasen, Schildkröte, Pferd. Ja, das war's. Ich könnte jetzt noch V. Ja, ne? Für welches Gehege war der nochmal? Für das hier, ne? Oder? Boah, bitte, bitte. Nicht, dass ich mich vertue. Oh, nee. Dauert 2 Minuten. Okay. Ich muss jetzt mal gucken. Nee, nicht V. Den meine ich. Ja, den meinte ich. Da habe ich ja auch Level 20. Und den kann man definitiv auch noch mal eben hier reinstellen. Weil dann kann ich den auch noch hier züchten. Dann habe ich hier wirklich nur 20er Züchtungen. So. Nur 20er Züchtungen. Ja, im Prinzip. Warte mal. Eins, zwei. Drei, vier, fünf verschiedene Tiere hätte ich dann. Also, dass ich hier auch. Das kann man auch wegmachen. So, ich brauche nicht mehrere Schweine hier. Das war falsches Denken von mir. Ne? Weil da kommen ja keine Babys rein. Also, die sind ja immer produzierfähig. Also, immer zum Züchten bereit, quasi, die Schweine. Weil die sind ja. Also, ich wechsle die ja nicht mehr aus. Deswegen passt das ja. Ja, deswegen ist eigentlich alles easy, alles gut. So, hier auch mal einmal durchspielen. So, und hier. Ja, Schweine hätte ich auch nochmal Bock zu spenden, um zu gucken, wie wir da stehen. Also ja, im Vergleich zu anderen Gemeinschaften. Weil ich glaube, Schweine haben wir auch wieder echt gut gesammelt. Könnte ich mir vorstellen. Warum repariere ich die Sachen? Ich meine, es kostet nur 100, ne? Aber warum repariere ich die bitte? Kein Mensch braucht. Also, ja, die brauchen. Nein, brauchen die eigentlich nicht. Warum habe ich es repariert? Geldverschwendung. So, fertig hier. Jetzt. Hier. Oh, nein, geht nicht. Moment, erstmal. So, und jetzt. Eins. Machen die. Und zwei. Jetzt haben wir die auch drin. Oh, die Pommesbude. Ich habe die gar nicht hingesetzt. Das war ja das andere. Oh mein Gott, bin ich verdusselt. Erstmal zurück hier. Die Pommesbude muss ich doch hinsetzen auch. Das wäre ja. Also, das ist ja schon schön. Hätte ich vergessen. Hier auch. Größtes Ärgernis. Komm, wir gucken mal, was gibt es denn hier? 100 Tickets, 100 Münzen. Überlegt mal, 100 Münzen. Ah, Anpassung muss her für Spieler. Ich würde sagen, alle 5 Level müsste das hier angepasst werden. Also Level 5, Level 10, Level 15, Level 20. Wisst ihr, wie ich meine? Müsste immer angepasst werden. Das heißt, sagen wir mit Level 1 bis 5 kriegt man 100 Münzen. Von Level 5 bis 10 kriegt man schon 500 oder ja, sagen wir 500. Und ab Level 10 kriegt man dann 1000 Münzen. Ab Level 15 kriegt man schon 3000 und so weiter. Weil was sind denn, sagen wir mal, mit meinem Level würde man, wenn man da drauf kommt, 10.000 kriegen. Was sind denn 10.000? Das ist ja nichts. Das wäre dann aber ein Glücksrad. Weil, also ich krieg hier. Wenn ich hier abhole, kriege ich 7000 Münzen. So, dann kann man doch, wenn man am Glücksrad gewinnt, einmal am Tag, könnte man doch vielleicht 10.000 Münzen kriegen. Das wäre doch dann, ja, dann würde ich auch daran drehen und dann wäre das auch ein Ereignis, ne? Ja. Oder wie bei Heyday vielleicht so mit Jackpot, dass man, wenn man
einmal auf Münzen kommt, dass man nochmal drehen darf. Und wenn man dann nochmal auf Münzen kommt, dass es sich dann verdoppelt oder so. Ne? Das wäre auch cool. Jackpot, Glücksspiel ist am Start. Ja, nee, also wäre schon ganz schön, wenn man sich da ein bisschen anpassen würde und nicht nur für, ja, Spieleanfänger, ne? Die Leute, die, weiß ich nicht, selbst Leute, die eine Woche spielen, für die sind 100 Münzen schon nichts mehr, ne? Ist ja wirklich einfach so. Also jeder, der auch nur eine Woche spielt, der hat dann schon Level so und so und für den, was sind für den 100 Münzen? Nichts, nichts, nichts. So, wir gucken mal hier rein. Wir haben ja den Wettbewerb hier, den Dachs, den frechen Dachs und Hasen hatten wir. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Dachs haben wir und wir sind auf Platz 8. Oho, oho. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin sogar auf Platz 4 diesmal, obwohl ich auch gar nicht so extrem viel hatte, muss ich sagen. Ja, aber hat immer noch gut ausgereicht. Gut ausgereicht. Dafür auf Platz 4. Muss mal kurz hier gucken. Habe ich hier schon gespendet? Habe ich. Ja, fehlt halt immer noch einer. Wäre ganz gut, wenn die Leute hier schnell nachspenden. Oder zwei oder drei Leute fehlen. Damit wir das parat haben, ich werde auch direkt eine neue Aktion starten. 2%? Nee, haben wir nicht noch 4%? Hier 4%, weil wir brauchen diese Zuchtbonis für die Events. Ne? Wenn diese Events laufen mit doppelt und allem, dann ist das wirklich gut. Dann sollten wir das haben. Dann sollten wir das haben. Und wir können ruhig hier das hier mal starten für die Leute. Also ich brauche es zwar jetzt nicht mehr, jetzt habe ich schon alles gemacht, aber ist nicht schlimm. Für die Gemeinschaft ist das, denke ich, ganz cool. Da muss man ja auch mal ab und zu mal hier die Punkte machen. So, ich bin dann für heute erstmal. Ach nee, habe ich. Ey, könnt ihr mir mal bitte sagen, wie dusselig ich bin? Ich habe die Pommesbude halt immer noch nicht hingestellt. Wo ist denn die Pommesbude? Da. So. Nee, so. Da ist sie. So, und das dauert 7 Stunden. Ja, 7 Stunden und in Zukunft wieder ein bisschen Kohle mehr. Ein bisschen. Die hier kann auch weg. Die stelle ich jetzt auch hier hin. Zack, zack, ups, zack, zack, ups, zack. Ich bin am Überlegen, ob ich. Hä? Och nee! Ne, wisst ihr, was ich mache? Also wirklich, das so geht das nicht. Moment, du hast ja eh ein viel zu großes Gehege. Also da müssen wir auch echt mal drüber sprechen. So funktioniert das leider nicht. Oh, warum geht das nicht? Warum geht es nicht weg? Wegen dem Ding da? Wahrscheinlich, ne? So, perfekt, perfekt. Ja, viel zu großes Gehege. Also, mein Freund, so geht es nicht. Du musst für den Kommerz und für Einnahmen weichen. Weniger Freiraum für die Tiere, mehr Cash an der Eisbude. Ja, so ist es ja in Zoos. Wenn man da manchmal, also es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich in einem Zoo war. Aber wenn man da manchmal guckt, wie groß manchmal, hä, wo ist denn der letzte? Ach, da draußen. Wie groß manchmal die Sachen drumherum sind. So wirklich eigentlich so unwichtige Sachen für ein Zoo. Könnte man sagen, ey, dann lasst lieber das weg und macht zum Beispiel den Tigern einfach mal ein bisschen mehr Auslauf oder so, ne? Also von Zoos bin ich ja eh, das wissen ja auch einige Leute, überhaupt nicht begeistert. Also ich bin ein richtiger Zoo-Hater.
Also von echten Zoos, ne? Also jetzt hier im Spiel, cool. Aber von echten Zoos bin ich so ein richtiger kleiner Gegner. Ja. Ja. Aber das sehen manche Leute auch anders. Manche Leute sehen das zum Beispiel auch als Chance für die Tiere. Wobei ich mir denke, was für eine Chance. Also, hey, wieso kriege ich denn die Pommesbude? Ah, hier. Ja. Ne? Oder dass wir für verantwortlich sind dafür, dass sich irgendwelche Tierarten weiterpflanzen, halte ich für absoluten Schwachsinn. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Meinungen und ja, diesen einen Eisbären zum Beispiel, der da in einem Zoo. Ach ja, da gab es ja einen Eisbären und der ist aber irgendwie auch 2 Jahre oder so später wieder gestorben. Eisbären gehören nicht in den Zoo. Das ist einfach so. Egal, wie wenige Eisbären es gibt, na, das ist ja der Mensch schuld, dass es die immer weniger gibt, dafür einsperren. Übrigens, ah krass, das muss ich euch noch erzählen. Bevor ich raus bin, das muss ich euch noch erzählen. Es gibt, ich weiß nicht, wo das war, in Tokio oder so, ein Eisbärenhotel. Da ist in der Mitte des Hotels ein riesen Eis. Was heißt Riesen? Ein kleines Eisbärengehege und alle Zimmer des Hotels sind quasi drumherum um dieses Gehege, so dass wenn die aus ihrem Zimmer gucken oder wenn die da frühstücken oder so, dem Bären zugucken können, wie der da so ein bisschen wahnsinnig wird, weil er in diesem kleinen runden Ding mit falschem Schnee, also einfach nur mit weißen Wänden rumläuft. Ja, nee. Leider nicht, leider gar nicht. Das finde ich ganz schlimm. Müsst ihr mal gucken auf YouTube hier, wenn ihr da Eisbärenhotel oder so eingibt, kommt bestimmt der Bericht dazu. Ganz, ganz fiese Sache, finde ich. So, ich bin auf jeden Fall raus, auch wenn das jetzt komisch abgedriftet ist. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie war das jetzt gerade am Ende ein bisschen komisch. Entschuldigung, manchmal habe ich ja sowas, wo ich dann komische Sachen erzähle. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem unterhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, eure Ente. Tschüss.